MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind wieder auf dem Let's Trade Massive Account. Und ja, heute habe ich erstmal so ein paar Worte an euch. Danach machen wir aber auch noch ein Spiel. Ihr habt euch vielleicht gewundert, warum gestern schon keine Let's Trade Massive Episode kam. Soll ja eigentlich täglich kommen. Das Ding ist einfach, aktuell, wegen den ganzen Thailand-Vorbereitungen etc. pp., habe ich einfach keine Zeit zum Traden, muss ich ehrlich so sagen, weil ich will euch natürlich die drei Videos am Tag bringen, aber will euch natürlich in der Let's Trade-Episode nicht immer nur Spiele zeigen. Eigentlich war es ja so geplant, dass ich immer was zum Zeigen habe. Ich meine, jetzt habe ich auch nochmal ganz kurz was zum Zeigen, aber das ist halt nicht viel. Das seht ihr schon, sind nur 7 Objekte, also nur 7 Spieler gekauft, weil ich einfach so gut wie null Zeit hatte. Und das ist halt das Ding aktuell. Und deswegen wollte ich mit euch mal so ein bisschen besprechen, wie wir das machen. Ab Thailand sollte ich wieder eigentlich täglich Zeit haben zum Traden. Müsste eigentlich so klappen. Hat es ja vorher auch. Also das sollte definitiv klar gehen. Allerdings bin ich erst in 2 Wochen dort. Dann bin ich, wie gesagt, 3 Monate da. Aber erst in 2 Wochen geht's los mit dem Flieger. Und ja, weil ich meine, die meisten freuen sich bestimmt nicht, wenn wir in der Zeit, wo ich zum Beispiel nicht traden kann, dann immer Spiele machen. Ich weiß nicht, das müsst ihr mal so ein bisschen sagen. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Also sollen wir jetzt die Let's Trade Massive kurz pausieren, bis ich dann in Thailand bin und wieder traden kann? Oder sollen wir das so machen, dass wir halt dann täglich trotzdem unser Spiel mit der Mannschaft machen und die Mannschaften weiter ausbauen sozusagen und dann halt ab und an mal hier so ein paar Leute auf der Liste haben? Weil ich denke mal, die nächsten 14 Tage werden nochmal relativ stressig für mich. Und deswegen bin ich mir da nicht so sicher, ob ich jeden Tag so viel Zeit habe, um halt ordentlich was zusammen zu traden. Ja, das sollt ihr mir mal sagen. Das war's auch eigentlich schon. Jetzt zeige ich euch nochmal schnell die Spieler, die ich eingekauft habe. 2 Stück sind hier noch am Auslaufen. Und die restlichen sind schon ausgelaufen. Und wie gesagt, für die Leute, die mich vielleicht noch nicht so lange kennen, beziehungsweise gucken, die Leute, die ihr jetzt hier seht, die Preise, die da eingestellt sind, das sind irgendwelche überteuerten Preise, wo ich einfach hoffe, dass sie sich dann über Nacht eventuell verkaufen. So, jetzt will ich aber nochmal schnell auf die Leute eingehen. Den Perez habe ich für 2000 gekauft, geht anscheinend gerade so für 3,8 bis 4000. Wilhena für 2200 gekauft, geht für 5000. Angbois für 1,7 gekauft. Das war nicht so pralle. Zu dem Zeitpunkt, wo ich den gekauft habe, war circa auf 2,5 rum. Aber der ist jetzt wieder auf 2000. Ich meine, machen wir immer noch einen Gewinn mit, aber jetzt nichts Besonderes. Der Herr Kerim Frey ist auf 2000. Den hier habe ich für 550 gekauft und den hier für 600. Also das geht klar. Diesen Angbois für 1000 gekauft. Das geht auch klar, weil der geht jetzt, wie gesagt, für 2000. Und dann noch hinten ein Owusu Abeyi für 2,6 geholt. Der geht so für 3,8 bis 4.000. Also geht auch klar. Aber wie schon gesagt, es ist nicht viel bei rumgekommen. Ich hatte echt nur ganz kurz Zeit. Da habe ich mich ein bisschen auf dem Markt umgesehen. Aber es war halt einfach nicht die Zeit da. Aber naja, ein bisschen Gewinn ist immerhin trotzdem da. Jetzt wollen wir ins nächste Spiel gehen. Was? Waren wir da jetzt nicht durch in der Liga? Beim letzten Mal. Oder wurde das nicht gezählt? Ich glaube beim... Nee. Ich weiß gar nicht mehr, wie war denn das? Beim letzten Spiel? Ich habe keinen Plan mehr. Auf jeden Fall kann man ja eh nichts dran ändern, so wie es jetzt ist. Ich weiß nicht. Was war das jetzt? Liga 8? Liga 9? Ich habe keinen Plan. Liga 9. Ach so, okay. Nee, wir müssen dann doch noch ein Spielchen hier machen. Ein Punkt reicht. Prinzipiell. Aber wir wollen natürlich die 3 Punkte haben. So. Und ich habe mal zurückgeguckt. Das letzte Bundesligaspiel, das ging ja nur irgendwie 4 Minuten und wurde dann abgebrochen. Deswegen hatten wir hier keinen ausgetauscht. Ich habe jetzt überlegt, wollen wir in diesem Spiel dann vielleicht direkt 2 Leute austauschen? Ich denke mal, das überlege ich mir nochmal das Spiel über. Gucken, Fitness passt nicht ganz. Alter, Santana ist ja richtig tot. Scheiße, den habe ich anscheinend vergessen auf die Bank zu machen. Das ist jetzt natürlich ärgerlich. Ich muss jetzt aber mit dem spielen mit 72. Das ist kacke. Da habe ich verpeilt, den auf eine Reservebank zu machen von irgendeinem Team. Und ja, jetzt ist er natürlich relativ tot. Die anderen sind fit und er ist tot. Scheiße. Na gut, habe ich ein bisschen vercheckt. Aber jetzt müssen wir so klarkommen. Ich meine, wir könnten jetzt natürlich prinzipiell eine Fitnesskarte kaufen. Aber wir sparen jetzt mal die paar Coins. Ich meine, so schlimm sollte er ja nicht spielen jetzt mit 72 Fitness. Hoffe ich jedenfalls mal. So, und dann muss ich mir mal das Spiel überlegen, ob wir 2 Leute rausschmeißen oder nicht. So, na komm,
Was? Football Club Meldung, Feed sind noch vier, irgendwas. Okay, alles klar. So, Fatman FC spielen wir hier gegen Fatman FC und der hat ein 80er geratetes Team. Oh, mit Pato und Drogba vorne, das könnte spaßig werden. Carlos Eduardo, dann noch Jatson, Melo, Snyder, Sarioklu, Chechu, dann hat er noch Manuel und wer war das links? Ging mir zu schnell, ich glaube Richarlison oder so. Ich gehe mal stark davon aus, dass er ein Skiller ist, weil er ein 5 Sterne, ja, prinzipiell ZOM ins ZDM gestellt hat und Richarlison auch 4 Sterne Skillmoves hat. Boah, hier muss man aufpassen. Also er rennt hier richtig auf einen los. Und da steckt er hier gleich mal auf Pardo durch. Pardo, erste Schusstäuschung. Wie kriegt er den denn hier durch? Boah, da war die Abwehr ja mal gar nicht auf dem Posten. Eieiei. Nee, da war hier der... Wer ist denn das nochmal? Giroud, ne? Ja, ich glaube Giroud war's. Der war mal ganz und gar nicht auf dem Posten. Und er drückt hier nicht weiter. So. Versuche mal ganz kurz hier rauszuspielen. Ja, gut, geht klar. Trash. Jetzt erstmal hier weiter auf dem Eigner. Ach, scheiße. Junior Cesar ist es nicht, Richarlison. So, erstmal zurück. Ja. Also er spielt auf jeden Fall richtig schnelles FIFA, wie es mir bisher vorkommt. Hier will er mit Drogba direkt flanken, kriegt hier den Einwurf. Bin ich mal gespannt, wie er so abgeht. Könnte interessant werden. So, Sarioklu. Drogba will direkt flanken, gut, kriegt den Ball direkt wieder, aber den müsste Ter Stegen haben, hat er auch. So, spielen wir mal schnell hier raus. Felipe Santana, jetzt hier nochmal gleich, Alter, ich kriege aber auch keinen Ball raus. Er fängt den immer sofort ab, obwohl das eigentlich relativ gefährlich ist, was er da spielt. Das heißt, mit dem immer sofort draufrücken, aber bisher muss ich sagen, läuft es bei ihm ganz gut damit. Weil, ja, er erobert die Bälle relativ schnell und bis jetzt konnte ich es noch nicht ausnutzen. Ich spiele mal kurz hier. Es rennt da wahrscheinlich auf mich los, ja. Also eigentlich kann ich sagen, ist so ein Spielstil nicht vorteilhaft, aber bei ihm bisher schon. Draxler? Ah, schade. Da war der Weg so schön. Den wollte ich dann natürlich auch nutzen. So, gibt es eine Ecke für uns, wenn er dann irgendwann mal weiter drücken sollte. Mal schauen. So, jetzt geht's schon weiter. So, macht er vielleicht einen Wechsel? Ich weiß es nicht. Nee, wird nichts angezeigt. Draxler mit der Ecke. Torwart holt er nicht raus und da... Eigner! Oh, und Giroud blockt, glaube ich, den eigenen Mann. So, jetzt hier auf Juve. Und schade. Ah, schade. Wieder sein Torwart dran. Ich weiß gar nicht, wer da dann drinne. Aranya? Der Silberkeeper? Ich weiß es nicht. Bin mir nicht sicher. So, wieder Exler. Wieder Ecke von Draxler. So rum. Nicht Exler von... ach, halt die Fresse, Messef jetzt. Oh, Felipe Santana ist das ja. Scheiße. Gut, macht aber gut. Hau ab, Santana. Nein, du sollst doch nicht einwerfen. Kollege, du bist ein IV. Wenn wir jetzt einen Ball verlieren, dann bist du weg. Ja. Und Perisic. Schade. Kommt er wieder dran. Aber jetzt ist Santana dann vielleicht wieder hinten. Außer er lässt sich nochmal kurz behandeln an der Seitenlinie wegen seinen Fitnessrückständen. Hüpf, hüpf, hüpf. Juhu. So, jetzt mal gucken hier. Na komm, ich will eigentlich einen Außenverteidiger nicht mitnehmen. Vor allem, weil der Dresch jetzt auch nicht der schnellste ist. Aber ich kann hier wenigstens noch den Einwurf für uns rausholen. Und direkt wieder zurück. Ja, und direkt. Wie mich das abfuckt. Das macht doch im echten Leben keine Sau, dass der genau an der Linie steht, dass der Ball dann sofort wieder im Aus ist, wenn der Pass durchgeht. Oh, hier. Ja. Da sind wir mit Draxler. Der ist, oh, fuck it. Muslera hat er drinne. Okay, hätte ich mir auch denken können. Er hat ja die Galatasaray-Ecke da. Oh, fuck, den muss Draxler aber machen. Muslera macht sich hier natürlich lang, aber wie gesagt, das Ding muss sitzen. Und jetzt hier aber Juve macht ihn. Oder ich weiß nicht, war es Juve oder... Ich glaube schon, ne? Ich weiß nicht, ist mir auch Latte. Hauptsache das Tor sozusagen nachgeholt, was Draxler schon hätte machen müssen. So, Fackel nach vorne. Und es klappt auch noch. Nein! Fick dich, Mann! Ey, ich könnte so kotzen ohne Scheiß. Es ist halt so lächerlich, Alter. Es ist halt so lächerlich. Vor allem, wenn du noch so einen Hodenpimmel da im Tor hast, der den Ball da noch nicht mal abfangen kann. Oh, Scheiße. Ja, ey.
Egal, wir machen ihn hier trotzdem nass. Sage ich jetzt einfach mal so. Und deswegen, Alter, wieso ist der so schnell? Jetzt Flanke und wir kommen. Direkt das, nein, leider nicht. Aber wir sind hier noch dran. Jones, jetzt hier erstmal auf die Außen. Hier lässt er mir aber viel Platz. Ivan Perisic und er hält mich so fest, das ist eigentlich Minimum ein Foul. Aber FIFA will das nicht. So. Ja, das ist natürlich richtig ärgerlich, ey. Regt mich jetzt auch ziemlich auf. Aber Ter Stegen hat sich auf jeden Fall einen schönen Minuspunkt eingepackt. Und ja, das schiebe ich definitiv auf den Keeper. Weil das Ding muss er einfach nur abfangen. Pato ist jetzt auch nicht die allergrößte. Der ist 1,83 oder so. Also, da gibt es definitiv größere. So. Drogba. Na gut, im echten Leben würde es wahrscheinlich sowieso abgepfiffen werden. Obwohl, nee, ist kein 5-Meter-Raum. Stimmt, ist kein 5-Meter-Raum. Da muss er dann natürlich nicht abpfeifen. Und jetzt hier vorne durch. Sehr schönes Ding, dachte ich mir. Aigner ist schön durchgestartet auf der Seite. War auch frei durch. Aber der Pass von, ich glaube, Juve war es, war jetzt natürlich nicht der Hammer. Keine Ahnung, was er jetzt schon wieder vorhat. Als am Rumwarten da. So, jetzt kommt dann die Fackel auf die Außen. Muss ich hier mal mitlaufen? Hä? Achso, vielleicht spielt er jetzt auf einmal nicht mehr. Doch, dann spielt er doch wieder. Ich habe keine Ahnung, was mit dem Kerl jetzt auf einmal vorgeht. So, Jermaine Jones. Ja, ist jetzt hier durch. Legen wir mal hier in die Mitte. Draxler. Und da holt er mich von hinten um. Ach, fuck, Mann. Ja, da hat er irgendwie zweimal kurzzeitig nicht gespielt anscheinend. Ich weiß nicht, ob er jetzt wieder spielt. Keine Ahnung, was mit dem Kerl abgeht. Es gibt so crazy Leute einfach in FIFA. Ja, spielen Ball ins Aus. Danke, dass du dir so viel Zeit lässt. So, ja, hier bringt der liebe Herr, ich weiß nicht, wer das war, den Ball direkt zum Gegner, Martinez wahrscheinlich. So, jetzt da vorne durch. Ach man, da spielt der den Junior César direkt in die Füße. So, jetzt mal nach vorne. Jetzt auf die Außen. Da kommt er aber hinter mir her. Muss doch mal hier ablegen. Und jetzt da vorne. Ja, ganz genau. Oh. Und dann so ein schlechter Pass. Hat Martinez nicht einen guten Passwert? Müsste er eigentlich. Da sollte er natürlich hin. Ich habe keine Ahnung, was der Kerl jetzt hier macht. Ob er das irgendwie cool findet, was er da tut. Aber er ist auf jeden Fall irgendwie ziemlich durch. Und Jones ist auch ziemlich durch. So. Martinez und jetzt hier durch. Ja, oh, dann ist Juve wieder im Abseits. Da sollte er auch durch, wo er dann im Endeffekt hin ist. So, Chechu spielt den hier kurz. Draxler, kurzer Haken, Juve. Und jetzt lauf doch da hinten mal mit, du Vogel, Alter. Ja, ich weiß, er ist ein ZDM, aber so halb im Raum stehen muss er da auch nicht. Draxler. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen angepisst. Das liegt wieder mal alles am... Oh, jetzt... Oh nein. Da kommt so ein schlechtes Ding und der Perisic läuft auch noch am Ball vorbei. Ich habe keine Ahnung, was der Kerl hier macht. Ist einfach komplett auf den Kopf gefallen anscheinend. Hüpf! Kann man mal machen, Martinez. Mit weiß ich nicht wie viel Kopfballwert und mit weiß ich nicht welcher Größe. Er spielt irgendwie immer nur, wenn ich den Ball wieder habe. Ich weiß nicht, was in dem Kerle vorgeht. Und dann spielt er auf einmal mal wieder. Das ist ganz, ganz komisch. Da drüben. Aigner. Am Tor vorbei. Gut, ich sollte mich jetzt beruhigen. Gerade wo er jetzt wieder so scheiße hier zusammenspielt. Ich weiß auch nicht, warum halt, ne? So, Juve. Ey, das gibt's nicht, Alter. Doch, wie abschlussschwach die Leute sind. Was ist denn an dieser Situation falsch? Natürlich kann ich fackeln. Aber ich kann ja wohl von einem Stürmer erwarten, dass er aus, keine Ahnung, 10 Metern das Tor mit einem Finesse trifft, oder nicht? Ja, ich weiß, ich bin übel am Ragen, Mann, weil es mich einfach nur richtig abfuckt. So, Flanke rein, komm, mach doch wenig. Ich muss mich beruhigen. So, Ivan Perisic macht den, weil der kann das, der ist ein Ex-Dortmunder. Nein, leider nicht. Schade. So, hüpf. Ich weiß auch echt nicht, was der Gegner da macht. Also, ich bin natürlich selber schuld, dass ich hier nicht schon längst wieder die Führung gemacht habe, weil, ja, er lädt mich ja fast dazu ein, aber der Rage hat mich dann anscheinend... Ja, keine Ahnung, ist ja jetzt auch Latte. Jetzt nicht über Rage reden, sondern hier dann schnell den Führungstreffer machen und dann ist die Sache gut. So, Mitte. Sehr schön, schöne Kombination hier. Und jetzt machen wir...
Wunderbarer Pass, das kann. Jetzt sieht er ab! Boah, scheiße, ich war jetzt mal eine ganze Zeit ruhig, was ich sonst eigentlich nie mache. Aber ich war echt sauer. Auch auf mich selber. Na, Martinez, so Ball durchlassen hat er anscheinend nicht so drauf. Na, jetzt wird es hier ganz schön eng. Chechu auf Felipe Melo. Ja, Felipe Melo holt sich den Ball direkt wieder. So. Ter Stegen. Erstmal so kurz hier. Dann nochmal zurück. Und jetzt hier vorne auf Juve und dann wieder weitergeleitet. Und jetzt ist Ivan Perisic durch und der macht den. Ivan Perisic. Eieieiei. Massive, massive, massive. Also, wenn man Chancen für 100 Spiele hat, ja, scheiße. Gut, da schießen aber drüber. Wenn man Chancen für 100 Spiele hat und einfach keine Dinger reinmacht, dann ist man auch wirklich selber schuld. Meine Güte. Ich spiele natürlich auch echt eine Scheiße zusammen. Das muss ich halt einfach so sagen. So, fängt er hier wieder ab und dann läuft der Eigner einfach mal am Ball vorbei. Macht ihr gut mit Carlos Eduardo? Oh ne, gut. Ach, scheiß, die Wand on, Alter. Santana zweimal am Ball und lässt ihn dann alles wieder liegen. Vogel, Alter. Vor allem der Gegner, der ist so schlecht. Der ist wirklich sowas von schlecht. Vor allem natürlich hinten, auch weil er irgendwie extra teilweise mal den Ball verliert. Ey, willst du mich verarschen oder was? Ey, ich fühle mich... Ey, scheiße. Das gibt's gar nicht. Wollen die Jungs mich eigentlich komplett verarschen? Das Ding geht zwar nur Millimeter über die Latte, aber ich fühle mich mal sowas von verarscht. Also, in diesem Spiel fliegen zwei Leute. Definitiv. Ich werde definitiv zwei Leute rausschmeißen. Wer das sein wird, wird sich zeigen, aber zwei werden es definitiv. Ja, ich sage als definitiv. Ja, Martinez, anstatt mal aufzustehen, ne, bleibst du lieber noch ein bisschen liegen, bis der Gegner wieder im Ballbesitz ist. So, jetzt wieder hier über die Außen durch. Vor allem das Problem ist halt einfach auch, der Gegner ist sowas von unglaublich schlecht. In der Abwehr halt auch. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass das nur daran liegt, dass er jetzt teilweise den Ball extra verliert. Ich weiß auch nicht, ob er das extra macht oder was er davor hat. Aber auf jeden Fall hat man am Anfang schon gesehen, dass er die ganze Zeit die Abwehr rausgezogen hat. Skillen kann er anscheinend ein bisschen. Kann man jetzt erstmal nichts gegen sagen. Aber ansonsten fuckt's mich halt gerade krass ab. So, gut. Ich sollte jetzt überlegen ist natürlich auch immer gut, aber ich sollte jetzt mit ein bisschen Nachdenken spielen. Weil wir haben schon 65. Komm, gib mir den Ball, Mann. Gib mir doch den Ball, Alter. FIFA will öfter mal das Spiel schneller machen, aber was dabei rumkommt, ist nicht unbedingt schneller. So, Eigner ziehen wir jetzt rein. Ach komm, Alter. Ach komm, ey. Oh mein Gott. Mein Gott. Gott sei Dank ist das das Abendvideo. Danach wird FIFA sofort abgeschaltet. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Natürlich hatte ich jetzt bei dem Nachschuss bei Draxler leider Gottes noch den Spielerwechsel drin. Daher hat er einen Lupfer gemacht und hat den natürlich drüber gesetzt. Boah. Der Gegner, der lacht sich bestimmt auch ins Fäustchen, ey. Ich war in dem Spiel, glaube ich, schon 10-mal frei vom Tor und mache einfach keine einzige Bude. Ja, Juve springt am Ball vorbei. Hast schon recht, Kollege. Ich sehe schon kommen, in diesem Spiel macht er jetzt gleich noch in irgendeinem Konters Tor. Weil nach vorne scheint er ja dann doch schon spielen zu wollen, wenn er den Ball hat. Nur hinten hat er irgendwie anscheinend keine Lust zu spielen. Ist ganz, ganz crazy bei dem Kerl. So, Jones, gehen wir jetzt mal. Jetzt fängt er auf einmal wieder an zu spielen. Das ist halt auch immer so eklig, weil die Leute halt so starr auf ihren Positionen spielen. Da spiele ich echt lieber gegen einen, der selber spielt. Beziehungsweise er spielt ja selber, aber immer nur, wenn ich dann laufe. So, Jadson. Und der bringt ihn hier durch auf Pato. Nein. Gut, alles klar. So, 72. Und jetzt pushen wir uns wirklich und machen ganz solide das Tor. Konzentriere dich, Massive, ey. Das ist ja echt, das ist nicht mehr feierlich. So ein Spiel hatte ich echt schon lange nicht mehr. Es erinnert mich so ein bisschen an unser Drogba-Team. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, dieses eine Spiel mit dem Team, wo ich alles versemmelt habe vorne. Mit Snyder, mit Drogba, einfach mit allem. Mit allen. So rum. Drüber, sehr schön. So, Dresch, nochmal drüber. Juve. Ja, Juve, frei durch. Juve, frei durch. Legt ihn rüber. Ey, willst du mich? Ach, das gibt's aber auch nicht. Das gibt's aber auch nicht. Die Leute, die können halt noch echt noch nicht mal sweaten, anscheinend. Ja, Juve wird hier eigentlich ein bisschen rüde.
So, 77. Alter, wenn ich hier einen Unentschieden kriege, dann könnte ich echt kotzen, muss ich so sagen. Ich meine, der Gegner, der will anscheinend auch, dass ich gewinne. Ich weiß halt, wie gesagt, nicht so ganz, was er da macht, aber vor allem, weil er halt nach vorne immer spielt. Nur macht er dann hier noch solche Faxen. So, und ja, komm jetzt, Draxler. Alter, ficken, Mann, ey. Ich wollte mich schon gerade wieder aufregen, weil der Abwehrspieler vor meinem Mann war. Das ist ja natürlich unter aller Kanone gewesen, was ich in diesem Spiel geliefert habe. Bei so einem Gegner, der irgendwie komplett, ich weiß nicht, auf den Kopf gefallen ist. Ich weiß halt nicht, was ihm das nutzt, was er da so macht. Aber er macht's halt. Natürlich, also, ich weiß gar nicht, was ich zu dem Spiel sagen soll. Der Gegner ist halt echt ganz, ganz komisch. Der spielt nicht, dann spielt er wieder. Der spielt nicht, dann spielt er wieder. Beziehungsweise, er ist nie lange weg. Also, er spielt immer sofort danach dann wieder. Ist aber, ach, keine Ahnung. Ist auch Latte. Ich muss mich auch für nichts rechtfertigen, nur dafür, dass ich komplett scheiße gespielt habe. Was ist denn jetzt schon wieder los? Der wäre doch durchgegangen auf dem Juve, oder? Er ist ja auch Latte. Meine Güte. Ich will mal gucken, wie viele Schüsse die Jungs da vorne gemacht haben. Also, ich habe alleine über 500%ige im Kopf. So, oh, guck, und er läuft mir auch noch die Leute zu. Also, ich weiß echt nicht, was bei dem Kerl im Kopf vorgeht. So, und ich spiele mal wieder sehr schön ins Aus. So, jetzt einfach keinen Fang und gut ist die Sache. Er hat auch keinen Anstoßtrick gemacht, ne? Habe ich gar nicht so drauf geachtet. Weiß gar nicht. Das erste Tor hat er mit Anstoßtrick gemacht gehabt. So, spielt er nicht gut raus hier. Aber holt sich den Ball wieder, der Perisic. Und wenn der nicht ankommt, kommt aber an. So, Mamed Diouf. Bringen wir die Flanke. Hält den Ball drinne, aber, boah. Perisic. Oh, fuck. Scheiße. Das war mal richtig gefährlich jetzt von mir gemacht. Oh, Jermaine Jones. Muslera kommt an den Ball. Komm. Pff. Hüpf, hüpf. Alter Martinez, ey. Du alter Lump. Schmelle, jetzt nochmal hier auf dem Ivan, aber der geht anscheinend, ja gut, er läuft ins Aus, auch gut. Boah, massive, 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 meine Güte, lass das Spiel einfach nur zu Ende sein, dann ist alles in Ordnung. So, Javi Martinez geht durch, bringt die Flanke, kommt richtig scheiße und Junio César kann dann klären. Jetzt geht's hier mit Jadson auf die Reise, natürlich Skilly Vanilli mäßig. So, und Jermaine Jones läuft da einfach wie so ein Traktor über alle drüber. So, gut, jetzt spielt er anscheinend nicht mehr so richtig, deswegen hier nochmal durch die Lücke. Und Juve hat den und macht... Ey, das Spiel hat echt was gegen mich und ich bin wirklich so unglaublich froh, dass das dritte Video ist. Weil ich brauche jetzt auf jeden Fall hier eine Pause. Und ja, pfeif mir alles ab, du Hundesohn, ey. So, aber jetzt dürfte das Spiel ja auch mal zu Ende sein, oder? Hoffe ich. Und ja, jetzt habe ich mich extra vor den Ball gestellt. So, jetzt ist das Spiel dann auch zu Ende. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was mit dem Gegner abging. Wahrscheinlich, wenn ich so meine Chancen verwertet hätte und er hätte normal gespielt, hätte ich wahrscheinlich sogar verloren. Ich meine, nach vorne hat er auch nichts gerissen, aber ich weiß nicht, was mit mir abging. Teilweise schiebe ich es tatsächlich auch auf die Spieler. Vor allem die beiden Finesse-Schüsse frei vom Tor. Einmal mit Draxler und einmal mit Juve, glaube ich. Die müssen reingehen, sorry. Das erwarte ich von einem ZOM und von einem Stürmer. Und da ist mir scheißegal, was der für einen Curve-Wert hat. Das macht ja sogar einen Innenverteidiger rein. Ich erinnere mal an die Situation mit Ignacio Abate, wo wir so ein geiles Spiel hatten und irgendwie in der 120. ist der frei durchgerannt. Wie geil der den Finesse einfach reingesetzt hat. Und das kann ich doch wohl von so einem verkackten Stürmer oder ZOM erwarten, dass der einen Finesse reinmachen kann. Ja, im Endeffekt musst du dann eine Fackel herhalten. So, ja, Tore, Juve und Draxler nach 1,5 Millionen Versuchen. Torvorlage Draxler. Und ja, jetzt gucken wir uns doch nochmal ganz kurz an. Ja, 18 Schüsse. Genau so kam es mir auch vor. Ich meine, wie gesagt, ich muss jetzt gar nicht auf die Statistik eingehen, weil der Gegner einfach irgendwie ein bisschen auf den Kopf gefallen ist und nur Scheiße gemacht hat. Und ja, sein Tor hat er halt durch den Anstoßtrick gemacht gehabt. Keine Ahnung. Ich will über dieses Spiel auch echt gar nicht mehr reden. Das war einfach nur Katastrophe und ach, oh, ganz, ganz schlimm. Ich habe jetzt auch extra nicht drauf geguckt, was für Bewertungen sind, weil ich mache das jetzt von mir aus, wenn ich rausschmeiße. So, jetzt gucken wir uns die ganze Sache mal an.
Ter Stegen hat mir natürlich am Anfang nicht gefallen, aber ansonsten hatte er halt nichts zu tun, weil der Gegner nach vorne nichts gemacht hat. Jetzt ist nur die Frage, was machen wir? Gehen wir erstmal hier raus. Gehen wir auf Mannschaften, aktive Mannschaft. So, rausfliegen wird auf jeden Fall. Juf. Oder? Ich weiß es nicht. Was hat der eigentlich für eine Statistik? 6 Spiele, 4 Tore, eine Vorlage. Ist eigentlich nicht so ganz pralle. Muss man mal so sagen. Ja. Den schmeißen wir mal raus. Ist schwer. Ich schmeiße aber, glaube ich, Schmelzer raus. Oder? Ich weiß jetzt gar nicht, wie der so war. Oder ich schmeiße Dresch raus. Oder Schmelzer. Scheiße, Außenverteidiger. Auf jeden Fall Ter Stegen. Schmeiße ich raus. So, gut. Dann gebe ich euch dann zur Auswahl René Adler, Roman Weidenfeller. Diese beiden gebe ich euch zur Auswahl. Nicht mehr. Und hier Rechtsverteidiger oder Stürmer? Oder rechtes Mittelfeld? Wie ist ein Eigner eigentlich so drauf? 6 Spieler, ein Tor, 2 Vorlagen. Boah, es geht. Ist jetzt nicht der Hammer. Ah, komm, schmeißen wir rechtes Mittelfeld noch raus. Und da gebe ich euch zur Auswahl Shaqiri, Shaqiri, Fafan und gucken wir lieber nochmal nach. Bin ich mir jetzt nämlich nicht so ganz sicher. So, Transfers, Transfermarkt. Und dann gucken wir mal Gold, gucken wir mal Position rechtes Mittelfeld und Bundesliga. So, gucken wir mal nach. Kann natürlich auch ein rechter Winger sein, prinzipiell, aber gucken wir jetzt erstmal rechts Mittelfeld. Ja, Fafan. Ach genau, Fafan, Kuba und Shaqiri gebe ich euch einfach. Das sollte auch ausreichen. Ja. Ah, Müller gibt's auch noch, ja. Sam gibt's auch noch. Scheiße, jetzt gibt's wieder so viele. Ah, wie machen wir's? Ja, ich glaube, ich lasse Sam aber raus. Oh, der hat eigentlich auch einen guten Schuss. Ist jetzt natürlich die Frage, wen wir da zur Auswahl geben. Aber ich glaube, ich gebe euch die höchst bewertetsten Spieler. Und das würde heißen Kuba, Shaqiri, Müller und Fafan. Die gebe ich euch einfach zur Auswahl. Und beim Torwart, wie gesagt, Weidenfeller und Adler. Und ja, dann könnt ihr mal abstimmen. Haben wir, wir haben jetzt den Ligatitel gewonnen, wow. Deswegen haben wir Münzen dazu bekommen, hab mich schon gewundert. Ja, hier darf ich ja leider keine Sets ziehen, das machen wir auf unserem Hauptaccount. Ja, ich würde mal sagen, wir sind durch und sorry für diese Partie meinerseits, aber, oh, scheiße. Ich glaube, das lag auch daran, dass ich ein bisschen ausgetickt bin wegen dem Anstoßtreffer. ist ja jetzt auch Latte, das Ding ist durch und vielleicht haben wir dann im nächsten Spiel, spiele ich mal ein bisschen ordentlicher und ich glaube, mit diesen Jungs werde ich auf keinen Fall mehr Finesse schießen, das geht ja gar nicht, Alter, die treffen ja überhaupt nichts mit Finesse, ich glaube, der Einzige, der finessen kann, ist Perisic, aber naja, was soll's, das Ding ist rum und ich würde mal sagen, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, trotz meiner katastrophalen Leistung und wenn ja, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare und kommt natürlich mal im Forum vorbei, Link ist in der Beschreibung, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive, macht's gut, ciao.